Unser Thema lautet Flucht und Migration in Europa. Und zu meinem Rechten begrüße ich Herrn Matthias Schopf-Emrich, der einer der 5 Vorstände dieses Vereins ist. Zu meinem Linken ist Dr. Alexander Jungmann. Er ist Soziologe und arbeitet seit längerem an den Themen Stadtsoziologie, Kultursoziologie und hat sehr viel Erfahrung in Interviews mit Migranten aus verschiedenen Gesichtspunkten. Wenn wir uns unsere großen Epen, Mythen, Religionsgeschichten anschauen, sind sie mit nur den Stichworten Vertreibung aus dem Paradies, Sintflutgeschichten, die ganze Geschichte um das Volk Israel oder auch, wenn wir an die griechisch-römische Antike denken, mit dem Trojanischen Krieg, der Odyssee und, sind eigentlich alles Migrationsgeschichten. Man kann also sagen, große Migrationsbewegungen haben die Menschheit von Anfang an begleitet und es liegt sicher auch daran, dass wir Menschen eben überall auf der Welt die Möglichkeit haben zu leben und das schon seit vielen Jahrzehntausenden und deswegen mir es wichtig ist zunächst zu sagen, ohne dass es sich um eine anthropologische Konstante handelt, großer Vielfalt, aber Migration und leider auch Fluchtmigration als unfreiwillige Migration begleitet uns in ganz vielfältiger Weise. Von Anfang an. Also die Zahlen, die großen Zahlen gab es ja Anfang der 90er Jahre, also die beiden Jahreszahlen 1992 und 1993 markieren im Grunde die großen Fluchtbewegungen nach Deutschland und auch in die Europäische Union. Da kam allein in einem Jahr nach Deutschland über 430.000 Menschen, die ihren Asylantrag gestellt haben. Im Augenblick haben wir knapp über 40.000, also sind bei etwa 10% der Zahlen von 1992 angekommen. Und das hat natürlich vor allem auch Ursachen, die in der Politik zu suchen sind. Ich denke, die EU-Länder haben in den letzten Jahren sehr viel investiert in Grenzschutz, in Grenzsicherung, in Flüchtlingsabwehr. Das fängt bei der gemeinsamen Grenzschutzagentur Frontex an, das geht über auch natürlich die delegierte Verantwortung an die europäischen Randstaaten weiter. Also das erst, muss nochmal zur Erklärung, das Erstaufnahmeland ist zuständig für ein Asylverfahren, das heißt es trifft im Moment die ganzen EU-Randstaaten. Das bedeutet, dass die großen Flüchtlingszahlen gerechnet auf die Bevölkerung zurzeit in Malta, in Zypern, in Italien und Griechenland ankommen. Und in diesen Ländern bricht derzeit auch das Asylaufnahmesystem zusammen. Es ist also nicht gelungen, was die EU sicherlich wollte, über die Gesetzesänderung, aber auch über die Sicherung der Außengrenzen. Wir kennen diesen Begriff von der Festung Europa, Flüchtlinge abzuwehren. Das ist nicht gelungen, aber die Zahlen sind enorm reduziert und seit 2008 haben wir wieder ein leichtes Anwachsen festzustellen. Es ist allgemein bekannt, wir leben heute in einer globalisierten Welt. Migrationsbewegungen sind heute in einem Maße möglich, wie so noch nie vorher in der Menschheitsentwicklung. Ältere Formen der Migration waren eben zu Fuß oder über den Landweg gewesen. Spätere wieder die verschiedenen Besiedlungswellen von Amerika zeigen, haben über Wasserwege, später sogar, wenn wir an die Geschichte der USA denken, wo allein 7 Millionen Menschen aus dem deutschen Raum dorthin gekommen sind, das ist noch nicht sehr lange her. Gewaltige Zahlen. Wir haben eben von 400.000 Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gehört. Innerhalb von nur 100 Jahren sind allein 40 Millionen Menschen eben aus dem deutschsprachigen Raum in die junge USA über den Wasserweg gegangen und heute kommt die Möglichkeit per Flugzeug dazu. Das heißt also, große transkontinentale Migrationsbewegungen haben kommunikationstechnische Voraussetzungen zu ihrer Ermöglichung, aber ich möchte betonen, was in unserer Mediendiskussion zu kurz kommt. Ein Großteil der Migranten auf der Erde haben eine Binnenmigration innerhalb von Ländern oder zu Nachbarländern, Nachbarregionen und da die Migrationsbewegungen sehr stark in Drittweltländern und in Schwellenländern stattfinden, ist also das, worüber der Matthias eben schon
kurz über verschiedene Zyklen in Deutschland gesprochen hat, nur ein Bruchteil der weltweiten Migrationsbewegung. Wir haben also 2009 weltweit, und das ist jetzt nicht Binnenmigration, sondern eben von Ländern in andere Länder, weltweit ein Migrationsvolumen als Fluchtmigration von knapp 50 Millionen Menschen. Das heißt also nur mal, um die Größenordnung klarzumachen, das, was bei uns ankommt, Stichwort Festung Europa, Drittstaatenregelung und, dass es eigentlich kaum mehr eine legale Form gibt, nach Deutschland zu kommen, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs weltweiter Migrationsbewegung, die auf der einen Seite eben als Unfreiwillige, als Flüchtlinge stattfinden, in einer globalisierten Welt mit mehr Fluchtursachen, auf die wir sicher zum Teil hier noch kommen können. Auf der anderen Seite gibt es aber, auch das muss betont werden, eine legale, zum Teil sogar, du hast angedeutet, erwünschte Migration, die sich im Großteil eigentlich im Bereich der Arbeits- und Wirtschaftsmigration stattfindet. Das ist nicht immer erwünscht, aber immerhin dort gibt es Möglichkeiten. Die Green Card-Regelung, die bekannte der USA, wäre ein Beispiel. Die kümmerlichen Versuche hier in Deutschland, wenn ich mich noch erinnere, von Herrn Rüttgers beispielsweise, der vor einigen Jahren Inder als Fachkräfte in der Computerbranche nach Deutschland holen wollte, sind nicht gekommen. Das zeigt, dass also es da keinerlei Automatismen gibt. Das ist auch ein kompliziertes Themenfeld. Aber das ist der Bereich, eine legale Arbeits- und Migration, in der es eben tatsächlich wie mit den sogenannten Gastarbeitern der 50er Jahre bis zum Anwerbestopp 73 zeigt, wo es durchaus diese erwünschte Migration gab. Unser Thema heute ist eine, in der es wahrscheinlich eben leider wenige Menschen gibt oder immer noch zu wenige, die eigentlich hier die Sensibilität, Verständnis und auch die politischen Wünsche aufbringen, das durchzusetzen. Gut, die rechtlichen Bedingungen sind natürlich vergleichsweise in Deutschland ganz gut. Also ich würde Deutschland, das deutsche Asylsystem so beschreiben, die Leute sind gut verwaltet, gut versorgt, aber sie haben wenig Freiheiten. Es gibt sicherlich Länder, wo sie auf der Straße leben müssen. Es gibt Länder, wo sie keinen Zugang zum Asylverfahren haben. Ich sage nur das Beispiel Griechenland. Zurzeit wird auch kein Flüchtling nach Griechenland zurückgeschoben, weil das Asylverfahren in Griechenland am Boden liegt. Aber ich denke, Deutschland zeichnet sich eigentlich aus durch eine Versorgung, eine Grundversorgung, aber auch eine massive Einschränkung von Freiheit. Ich nenne ein paar Beispiele. Einjähriges Arbeitsverbot. Ja, das einjährige Arbeitsverbot macht aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, weil schon allein die Tatsache, dass zunächst mal Menschen vermittelt werden müssen, Arbeitsstellen, die Vorrang haben, würde schon reichen. Also ich persönlich plädiere dafür, dass man dieses einjährige Arbeitsverbot nochmal in Frage stellt und überprüft. Weil man nimmt den Menschen natürlich wichtige Möglichkeiten der Selbstorganisation, der Selbstgestaltung. Man gehört auch dazu, dieses System der Lebensmittelpakete in Bayern zweimal die Woche Essen in Form von Paketen zu bringen, nicht selber einkaufen zu können. Da gehört natürlich die eingeschränkte Bewegungsfreiheit dazu. Es war lange Zeit so, dass sich die Menschen nur in ihrem Landkreis, in ihrer Stadt aufhalten durften. Jetzt haben wir eine Ausweitung seit vergangenem Jahr, dass sich zumindest in Schwaben frei bewegen können. Da gehört die Schwierigkeit dazu, dass ich zunächst mal in einer Asylunterkunft leben muss und das über Jahre mit den entsprechenden Folgen. Also ich denke, wir, wenn wir über das deutsche Aufnahmesystem reden müssen, dann müssen wir über ein Mehr an Freiheiten reden im Augenblick. Gar nicht so über die Leistungserhöhung. Man muss sicherlich auch über die Sozialleistungen reden. Die Sozialleistungen für Asylbewerber sind etwa 30% unter den Sozialgesetzen. Aber das scheint mir gar nicht so das vorrangige Problem zu sein. Das ist auch ein wichtiges Thema, aber wichtiger sind nochmal diese alltäglichen Freiheiten des Einkaufens, des Arbeitens, der Bewegung. Da, denke ich, liegt bei uns der Ansatz für Kritik, muss liegen auf der Veränderung. Wir sehen gerade von der Migrationsforschung her, dass Migranten dann eigentlich am erfolgreichsten ihnen gelingt, eben ihr Leben in die Hand zu nehmen, zu handeln, was auch eine gesundheitliche, psychische, körperliche Komponente eine wichtige hat. Also eine Lebenszufriedenheit herzustellen, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, ihren kulturellen Background und ihre neu erworbenen Kultur- und Lebensraum zusammenzubringen. Also praktisch einen transkulturellen Lebensentwurf zu fahren. Und wenn wir sehen, dass viele Menschen, du weißt das,
sicher von uns im Detail am besten. Viele Menschen hier in vielen, vielen Jahren, oft jahrelang in ihren Asylverfahren stecken, eben ohne diese bürgerrechtlichen Freiheiten zu genießen, die für EU-Bürger mit, zumindest in Deutschland mittlerweile selbstverständlich sind, einschließlich Wahlrecht und Recht eben auch wirtschaftliche Rechte, Rechte auf Berufstätigkeit, sich selbstständig zu machen. Wenn wir das zusammennehmen, dann sind das, das wissen wir aus dem Bereich der Arbeitsmigration sehr gut, sind das eigentlich wichtige Voraussetzungen, dass die Leute also eben erstens über Jahre gesehen einen realistischen Lebensentwurf erfahren können und zweitens eben auch dieser kulturelle und soziale Austausch stattfindet, von dem als erstes die Flüchtlinge, aber ich würde eben sagen, auch wir als Aufnahmegesellschaft in ganz wichtigem Maße profitieren würden. Es gehört immer noch zur Philosophie zu sagen, wir sollen keine Integration, es soll keine Integration stattfinden während des Asylverfahrens. Ja. Wenn man die aktuellen Zahlen anguckt, etwa ein Viertel wird schon bereits im ersten Asylverfahren anerkannt. Das heißt, nach meiner Erfahrung bleiben mindestens 50% derer, die ein Asylverfahren durchlaufen, nach Deutschland und bleiben hier in Deutschland. Das heißt, wir versuchen jetzt mit unserer Arbeit von Tür an Tür vom ersten Tag an die Möglichkeit zu geben, Deutschkurs zu besuchen beispielsweise. Und wir kritisieren massiv, dass es da bislang keine staatlichen Programme gibt. Und das ist so ein Punkt, wo wir auch ganz, ganz wichtige und gute Erfahrungen machen.